herzlich willkommen hier in Oberaula zu unserem historischen Markt. Marktleiterin, die Christina Tintera. Vielen Dank. Ihr lieben Oberaulaner, liebe Gäste und Freunde aus nah und fern. Oberaula ist liebenswert, lebenswert, feiernswert. Wenn man etwas liebt, dann berührt es dich. Es inspiriert dich und du fühlst dich verbunden. Lieben heißt, sich auf etwas einlassen, etwas Wertvolles geschenkt bekommen und auch etwas von sich selber geben. Oberaula ist für uns alle Heimat. Und so unterschiedlich wie wir Menschen alle sind, so unterschiedlich sind unsere Erinnerungen und Wünsche, die wir mit unserem Zuhause verbinden. Und das ist gut so. Möge uns unsere eigene Verschiedenheit immer dabei helfen, Andersartigkeit zu achten und als ein Geschenk zu betrachten. Darin steckt so viel, was dazu beitragen kann, ein Zuhause, eine Heimat noch schöner, noch besser, noch liebenswerter zu machen. Wir alle sind Oberaula und darauf sind wir stolz. Und das wollen wir heute gebührend miteinander, in bunten Farben und in Vielseitigkeit miteinander feiern. Ist lebenswert. Und wenn Sie hier auf die Bühne schauen, sehen Sie mindestens 15 gute Gründe, warum Oberaula lebenswert ist. Uns alle hier oben. Weil wir da sind und den Markt eröffnen, ist es hier lebenswert. Als ich hier vor 2 Jahren hierher gesendet wurde von unserem Bischof, Professor Dr. Martin Hein, da sagten mir die Menschen in meiner alten Gemeinde, passen Sie auf, Oberaula, die sind da ganz anders. Die sind da modern und weltoffen. Und modern und weltoffen, die 2 Attribute, die habe ich hier kennen und lieben gelernt. Und die machen für mich Oberaula lebenswert. Heute ist die Welt zu Gast in Oberaula. Und ich stehe für die Moderne, die beiden stehen für die Historie. Und hier an dem Ort, wo wir schon seit 300 Jahren das Leben feiern, eröffnen wir diesen Markt. Und wir verabschieden Oberaula nicht in das Altersheim der Weltgeschichte, sondern wir hoffen, dass auch noch weitere 1150 Jahre dieser Ort lebenswert, liebenswert und urlaubswert erhalten bleibt. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben schon gehört, liebenswert, liebenswert, feiernswert. Ich spreche heute für das Feiernswert. Ich bin ja in Nebenfunktion auch Vorsitzender des Verkehrs- und Gewerbevereins und üblicherweise Mitte des Jahres, am 1. Juli-Wochenende, findet hier unser großer Sommermarkt statt. Dieses Jahr ist es kein Sommermarkt, es ist ein historischer Markt. Und Sommer, das sieht wohl jeder, den haben wir. Wir feiern gerne in Oberaula und wir freuen uns, wenn viele Gäste an unseren Festen teilnehmen. Schon morgen oder übermorgen werden wir an den Ortseingängen die Tafeln umdekorieren und werden dann Werbung machen für unser See- und Lichterfest, was Mitte August stattfindet und auch diesmal in besonderem Rahmen unterstützt von Ovila Historia. Wir haben abends Blasmusik, bevor das große Feuerwerk kommt, und ich darf Sie jetzt schon alle dazu einladen. Feiern Sie mit uns, nicht nur heute, sondern auch zu den anderen großen Festtagen. Ich darf ansagen, die Kirmesveranstaltungen in unseren Ortsteilen, in Hausen im Juli, in Olverode im August, in Friedigerode im September und dann können wir auch gleich noch das Oktoberfest in Ypra im Oktober mit ansprechen. Ich hoffe auf ein Wiedersehen, dann ziehe ich auch was anderes an. Am Oktoberfest habe ich die Lederhose an, die dann hoffentlich auch. Viel Spaß heute und bei allen weiteren Festivitäten hier in Oberaula. Schön, dass Sie da sind. Alle haben dazu beigetragen, dass das Wetter so ist, wie es ist. Genießen Sie es und haben Sie viel Spaß beim historischen Markt am heutigen Tag. Danke.
mal kurz zeigen, wie das damals war. Da vorstellen, ganz in Blau, die Aula. Neben mir unser Pfarrer, ja, und ich spiele mich selbst. Lassen Sie sich mal überraschen. Ich freue mich, dass der König Ludwig der Deutsche die Urkunde im Jahre 868 geschrieben hat und den Ort der Reichsabtei Fulda zugeschrieben hat. Herr Pfarrer Albrecht, wie können Sie sich freuen, dass Ovila an Fulda gegeben wurde? Ich bin die Aula, der jungfräuliche Bach, und ich fließe Richtung Bad Hersfeld und hätte Hersfeld sicher auch erreicht, wenn nicht die blöde Fulda dazwischen gekommen wäre. Fulda ist doch katholisch und wir... Nun mal langsam, wir sind doch im Jahr 868, da waren doch alle noch katholisch. Also, Herr Pfarrer oder Herr Abt Giotto, was immer Sie sind, wir wollen nicht nach Fulda. Auch wenn die in Fulda eine CDU-Mehrheit haben. In Hersfeld gibt es die Festspiele. Und Lullus und Lolz, ist das etwa nichts? Und Bad sind die auch noch. Ich werde sofort den König schreiben und ihm sagen, mit Fulda, das wird nichts. Herr Pfarrer, gucken Sie sich doch nur mal die Aula an. Wenn die Fulda da nicht im Fuldatal wäre, wäre vielleicht die Aula der Fluss, der bis zur Nordsee gehen würde. Die Aula würde aber niemals bergauf nach Fulda fließen. Kein Mensch würde von Fulda reden. Oberaula wäre das barocke Kleinod in Deutschland. Und statt von der Rhön würden alle den Knüll preisen. Der Dom stände in Oberaula. Und Sie wären vielleicht der Bischof. Nun bleiben Sie aber mal auf dem Teppich. Ich bin evangelischer Pfarrer und will kein Bischof sein. Die durften ja gar nicht heiraten. Naja. Wir können ja philosophieren, was gewesen wäre, wenn. Aber so war es eben im Jahr 868. Seien wir froh, dass man uns erwähnt hat. Sonst müssten wir heute ein ganz anderes Fest feiern. Und das mit Fulda ist doch schon längst vorbei. Heute gehören wir zu Humberg. Ob das besser ist? Sie haben recht, Herr Pfarrer. Wir haben ja Fulda sowieso bestraft und sind immer nur nach Hersfeld gefahren und haben Fulda ignoriert. Und katholisch sind wir auch nicht. Naja, ich schon. Die anderen aber nicht. Egal, was in der Urkunde steht. Wichtig ist, wir wurden erwähnt und können heute unser Jubiläum feiern. Liebe Aula, fließe weiter in die Fulda, aber erst hinter Fulda. Denn unser gutes Wasser kriegen die nicht. Aber wir können den Fuldaern heute mal zeigen, wie man ein anständiges Fest feiert und das auf die Beine stellt und richtig große Party macht. Darauf lassen Sie uns alle freuen.